herzlich willkommen bei S21bauTV. Wie gewünscht, heute mal wieder ein Blick auf das Hochhaus an der Heilbronner Straße. Also das dritte in der Reihe, rechts im Bild von der LBBW das erste. Und ein bisschen hinter uns Cloud 9 oder Cloud 7, weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ist das zweite und hier entsteht das dritte im Bereich Milaneo. Hier schön die Stadtbibliothek zu sehen und unsere beiden Betonpumpentürme. Deutlich zu sehen, eine Etage mehr als letztes Mal. Das geht hier in die Höhe. So schnell kann man gar nicht schauen. Also links ist der Weg vom Pariser Platz und wir sehen, das ist hier mittlerweile ebenerdig. Dauert also nicht mehr lang und man kann von unten schön über den Zaun schauen. Sieht den Baufortschritt. Noch ein Blick auf die Einfahrt der Tiefgarage. Die wird hier ja an die Heilbronner Straße angeschlossen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Die ersten Seitenelemente vom Gehsteig hier an der Heilbronner Straße sind entfernt worden. Von unten kommt die Anschlussarmierung. Und so wie wir jetzt blicken, so läuft es dann mal. Wenn ich das noch richtig weiß, in der schrägen Rampe hoch auf die Heilbronner Straße. Beziehungsweise von der Heilbronner Straße hier runter und auf der anderen Seite vom Milaneo geht es dann raus in die Wolframstraße. Falls da jetzt ein Irrtum drin liegt, schreibt, und das weiß jemand besser, schreibt es in die Kommentare, weil da hinten
haben wir noch den Durchgang. Vielleicht wird es auch von da erschlossen. Aber ich dachte, ich hatte im Kopf, dass es mit einer schrägen Rampe runtergeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.